Aktuelle Lage im Landkreis Vorpommern-Rügen, 22. Oktober 2020. Bis zum heutigen Tag haben wir insgesamt 198 Infizierte im Landkreis zu verzeichnen. 136 gelten als genesen. Aktuell haben wir 60 Infizierte, von denen sind auch ein wirklich der bedeutend größere Teil symptomatisch. 3 stationär im Moment, 1 Patient intensivpflichtig. 2 weiterhin in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Wir verfolgen im Moment zusätzlich 200 Kontaktpersonen. Kurz zur Differenz der Zahlen, die manchmal auftreten, in unserem aktuellen Bericht auf unserer Internetseite und dem Lagus-Bericht oder auch dem RKI-Bericht. Der Bericht auf unserer Seite ist natürlich top aktuell, weil hier alle Fälle, die mir bekannt sind, sofort aufgeführt werden, auch alle Kontaktpersonen. Wir geben dann diese Fälle natürlich alle in unser Computersystem ein. Wir haben ein spezielles Softwareprogramm dafür und dann wird das weitergeleitet zum Lagus. Und hier kam es am Dienstag zu deutlichen Verzögerungen. Das heißt, es ist zu einem Zeitpunkt X nicht alle Fälle durchgemeldet worden. Und deshalb sind praktisch Fälle, die schon am Montagabend gemeldet wurden, nämlich die 19 Fälle, die ich schon mal erwähnt habe, erst am Dienstagnachmittag zum Lagus durchgestellt worden. Und dann die Weiterleitung oder die Aufnahme einfach in den Lagebericht des Lagus und auch zum RKI erst zum nächsten Tag stattfindet. Und das erklärt die hohe Zahl von gestern, die 21. Praktisch hatten wir gestern, jetzt muss ich kurz überlegen, es ist manchmal wirklich schwierig, den kompletten Überblick allein zu halten, ohne Programme, hatten wir gestern 8 Neuinfektionen, 8 insgesamt. Und da summiert sich das eben so zusammen. Im Moment ermitteln wir jetzt oder beginnen wir gerade zu ermitteln in einem Positivgeschehen in einer Schule. Hier sind wir gerade dabei und fangen gerade an. Die Konsequenzen sind mir hier noch nicht ganz klar. Hier muss ich aber auch erst mit der zuständigen Schule sprechen, mit der zuständigen Stadt sprechen. Erst dann würde ich solche Informationen in die Öffentlichkeit geben. Da bitte ich immer um Verständnis. Das versteht sich ja auch jeder, weil keiner hört doch gerne neue Informationen über sich aus der Presse oder über Social Media, sondern da sollte man immer erstmal selber Kontakt aufnehmen. Danke.